Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Reiter und wir sind in einer neuen Vorschau. Die Vorschau Nummer 4 ist es, Capital Sparks of Revolution. Ja, wir haben letztes Mal ganz viele Probleme gehabt, ne? Kein Dach über dem Kopf, es gab Hunger. Dann kam zum Schluss noch so eine Lady da vorbei, die sagte, wir wollten noch Dingens ein bisschen Bildung haben und sowas. Ja, wir haben ganz viele Probleme in dem Spiel, beziehungsweise viele Sachen, die wir lösen müssen. Und ich denke mal, da werden wir uns jetzt gleich ganz stark dran wieder machen nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, Bildungswesen war als nächstes gefragt, ne? Dann weiß ich nicht, ob wir das alles hier schaffen. Wir müssen erst noch die Ruhestätte machen. Und es war ja auch so, Spiel läuft ja, dass wir hier auch immer eine Zeit haben, die jetzt noch 11 Stunden beträgt in dem Spiel, dass es da weitergeht, ne? Also wir müssen jetzt schauen erstmal, dass wir das, was wir haben, weiter ausbauen und dann schauen, wie wir da zurechtkommen, ne? So, Holz ist immer gefragt irgendwie. Was haben wir hier noch? Bestimmt auch noch abreißen. Also Essen ist wohl lagervoll, ne? Hier ist jetzt die Frage, wer geht hier arbeiten, ne? Was heißt denn mieten? Ich habe keine Ahnung, was mieten heißt. Gut. Hier haben wir auf jeden Fall 29 von 30 noch drin. Das ist jetzt auch nicht so dolle. Hier oben steht wieder Essen voll, ne? Und Holzlieferung fehlgeschlagen. Was haben wir da falsch gemacht? Großer Holzhaufen abgerissen. Irgendwas war falsch gelaufen, ne? Naja, dann ist das halt so. Da können wir das auch nicht essen. Wahrscheinlich essen können wir das schon mal gar nicht. Aber vielleicht haben wir da ein Problem gehabt. Da sind 3 Arbeiter drin. Hier sind keine drin. Warte, hier ist die Schenke. Schenke sind 3 Arbeiter drin. Hier ist das Bistro. Oder Bistro war das doch, ne? Ja, da sind auch 3 Leute. Und hier ist nochmal ein Imbiss. Arbeiter sind da, da unten, das wird nicht angenommen. Oder erst, wenn es geöffnet wird, das weiß ich nicht. Diese könnte doch da arbeiten und dann auch gleichzeitig essen, dann wäre sie satt. Okay, da sind es jetzt nur noch 8 Stunden. Ich verstehe jetzt hier nicht, Verpflegungsressource dient der Sättigung der Bewohner, maximale Menge 800. Wie baue ich denn den Spaß mit den Lagern aus? Irgendwo Ressourcen. Steuern, Aktienmarkt. Steuersatz ist so, okay, das brauche ich jetzt gerade nicht. Ich möchte gerne mein Lager ausbauen. Kann ich aber irgendwie nicht. Handel, Marktplatz. Haben wir noch einen? Keinen? Wahrscheinlich haben wir noch keinen, ne? Okay, Marktplatz. Wo können wir den Marktplatz bauen? Ja, eigentlich den Marktplatz näher des... sag schon, Wohnviertels. Weil vielleicht holen die sich ihr Essen da weg dann. Und da wir hier das Landhausviertel haben, passt das dann ungefähr, ne? Ne, Straße wollte ich. Jetzt ist die Straße zu. Oder verbunden. Marktplatz gebaut. Arbeitnehmer. Ah, da sind dann auch Leute. Ich hoffe, dass der Marktplatz jetzt was bringt. Der Markthandel hat 5 Dingens eingebracht. Brot oder was war das? Keine Ahnung. Ja, 5 Brotgarnel, sehr gut. Hier ist natürlich nichts, ne? So, dann ist wahrscheinlich immer noch Wohnraum zu wenig. Dann würde ich sagen, gucken wir dazu, dass wir den noch weiter ausbauen. Das sieht so aus, dass das so passen würde. Ah, warte mal, dann drehe ich das Gebäude erst. Ne, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich glaube, da ist schon richtig. Dann noch eins dahin. Drehen wir auch nochmal. Und kommt da ein. Sollte so einigermaßen passen. Was hat er hier für ein Problem oder sie hier? Holzhaus zu Hause, Sägewerk, Beruf geht, Standort depressiv. Das ist wohl das Depressivzeichen oder was? Ja, müssen wir weiter gucken, ne? Sind hier weniger geworden? Ja, es ist einer schon gesund worden. Das ist schon mal etwas. Ruhestätte.
Das dauert nicht mehr lange, dann sind wir da durch und können das Bestattungsmäßige machen. Bestattungsritusverordnung unterzeichnen, ja, und Bildungsverordnung unterzeichnen ist auch klar, aber das machen wir später. Erst die Bestattungsgeschichte, denke ich. Besucher sind auch da. Geld wird verdient, passt. Die haben 141 Brot produziert, ist doch Brot, ne? Ja. 600 Brot haben wir. Was macht der Bahnhof? Kann ich da was sehen? 5 Arbeiter. Aufwerten. Da brauche ich ganz viel Holz und Steine. Steine habe ich nicht. Die gibt es hier noch nicht. So, hier ist ein Feuer, wo geschlafen wird. Zwei liegen da dran. Ne? Ach, hier oben werden sie bestimmt gleich auch noch ein Feuer machen, so viele wie hier rumrennen. Ja, ein Feuer, zwei Feuer. Ja, wird schwierig, ne? Okay, das ist noch voll. Das heißt, wir brauchen nur Holz abreißen erstmal. Ist schon wieder eine Pause, ne? Keine Ahnung warum. Da kommt der Zug. Der Zug kommt immer, aber wir haben keinen Platz fürs Getreide. Ich weiß nicht, wo ich das Getreide hin tun soll. Es gibt doch hier keinen Getreidespeicher zum Bauen, oder? Aufwerten. Das kann ich nur abreißen. Ausgegeben, nix. Ja, ich weiß nicht, wie ich ein Lager aufbauen könnte, ne? Das ist mein größtes Problem gerade. Kann das sein? Alkoholfabrik, ja. Sind die maximalen Mengen, ne? Ich weiß nicht, wie es besser wird. Hier, Verordnung. Haben wir. Jetzt machen wir erstmal. Wir verfügen jetzt über nötige gesetzliche Rahmen, um die Toten zu begraben. Ja, das ist auch wichtig. Wo haben wir das denn jetzt? Verwaltung, Produktion, ja, Gesundheit wahrscheinlich, ne? Erst den Friedhof bauen. Ah, den sollten wir vielleicht hier in der Nähe machen. Vielleicht hier. Passt er dahin? Ich glaube, er wird dahin passen. Ne, ist rot, ne? Ja, ist rot. Ich denke mal, wir können ihn hier hinbauen. Dafür müssen wir noch eine Straßenanbindung haben. Und das Bestattungsunternehmen brauchen wir dann auch noch. Das. Na, irgendwas passt hier nicht. Die Straße ist nicht richtig gesetzt, glaube. Oder der Friedhof ist falsch. Das kann auch noch sein, ne? Ne, der Friedhof passt schon. Ja, das war klar mit den Krankheiten. Ziehen Sie meinen Vorschlag für eine Operation in Betracht. Sie sind schamlos. Ich lasse das erstmal so und gucke, ob da was passiert. Das Bestattungsunternehmen ist so eine Geschichte für sich, ne? Wir sind immer noch am Verhungern. Kranke haben wir, Todkranke bei den Bürgern. Traurig und depressiv haben wir auch noch genug. Aber ich soll das Bestattungsunternehmen definitiv bauen. Dann kommt das dahin. So, nächste Verordnung dauert dann noch. Das ist die Frage, ach so, es ist keine Arbeitsschicht wohl. So, hier müssen wir mal gucken, ob wir da noch ein weiteres Landhaus gebaut kriegen. Für öffentlich eingerichtete Leute gibt es Besucher, Zutritt nur für Adlige, Zutritt nur für Bürger oder beide Klassen. Mithilfe der Besuchereinstellung können Sie die Lebensmittel- und Alkoholverteilung zwischen den Adligen und den Bürgern neu regeln. Besucherfeldte. Aha, sowas gibt's auch.
Hier kann ich einen Filter irgendwo setzen oder was? Aha, da. Ja, sehr schön. Was ist jetzt hier? Ein ungerechtes Duell. Diese Kränkung kann mir nur mit Blut gewaschen werden. Niemand hat das Recht, eine Frau so entwürdigen. Ist mir tatsächlich nicht wie. Geht in. Ja, das weiß ich doch nicht. Eigentlich sollte ich das so verfallen lassen. Die sollen sich selbst drum kümmern, ne? Das ist nicht mein Bier. Erstmal nicht, wir haben keine Polizei oder sowas. Funktioniert halt nicht. Ja, was ist jetzt hier? Geld nimmt ab, aber wir haben noch einiges. Arbeiterschicht ist gerade am Gange. Das heißt, Essen wird produziert. Und das läuft auch hier runter. Und ja, das ist schon voll. Warum essen die nichts? Gibt es keine Bäckereien oder sowas? Handel. Vielleicht brauchen wir noch einen zweiten Markt. Kann das sein? Nur Getreide wird hier gehandelt oder was? Ich würde auch gern Brot handeln. Gibt es kein Brot zum Handeln? Das wird doch hier produziert. Und es wird auch produziert. Ist für mich jetzt nicht so erleuchtend. Hier wollte ich auf jeden Fall eine Straße noch weiter drumherum basteln. Weil der Markt soll von allen Seiten zugänglich sein, obwohl er nur von zwei Seiten zugänglich ist. Ja, da geht was mit dem Getreide, aber. Ah, hier sind jetzt auch drei Arbeiter schon mal dran. Das ist auch was zu essen gibt's. Hier passiert aber nichts. Gibt's hier jemanden? Ja, fünf Leute sind da. Okay. Sir Offenberg, es ist eine Ehre, Sie treffen zu dürfen, Herr Bürgermeister. Baron von Offenhustberg zu Ihren Diensten. Verzeihen Sie mir. Warum geht es Ihnen gut? Sie sind blass. Vielleicht hätten Sie sich vor Ihrem Besuch im Rathaus ausruhen sollen. Danke, aber Sie müssen sich um meine Sorgen keine machen. Es ist für niemanden Gesundheit zuträglich, wenn man im Gefängnis sitzt. Wissen Sie, ich versichere Ihnen, diese vorübergehende Schwäche wird vergehen, und sobald ich Hust wieder an die Arbeit gehen kann. Was haben Sie vor? Dasselbe wie früher, Detektivarbeit. Überall Armut und Ruin, der perfekte Nährboden für Banditen und Betrüger. Wenn wir diese Schurken nicht schon heute dingfest machen, werden sie morgen die ganze Stadt kontrollieren. Ich möchte das imperiale Polizeikommissariat wieder aufbauen und leiten. In 30 Dienstjahren habe ich mehr als nur ein paar Dutzend Schurken geschnappt. Aus dem gemeinen Volk wie auch aus der höheren Gesellschaft. Sie werden keine besseren finden. Ja, Baron, erinnere mich an Ihre skandalträchtigen Ermittlungen. Mehr als nur ein paar Beamte des Königshauses wurden nach der Enthüllung entlassen. Es gibt andere Wege, um Verbrecher zu bekämpfen. Wir können eine private Ermittlungsagentur aufbauen. Die würde doch nur die Probleme jener Leute lösen, die es sich leisten können. Ich weiß schon, wie das läuft. Die Polizei sollte allen Bewohnern dienen, nicht nur den Reichen. Da ist also beschlossen, wir brauchen Gesetze für die öffentliche Sicherheit um eine Polizeiwache. Ich versichere Ihnen, die Arbeitsaristokraten werden gerne dabei helfen, die Gesellschaft vor Verbrechen zu bewahren. Währenddessen ihre Taschen vollstopfen. Okay, neue Aufgabe, Verbrechen bekämpfen. Wir brauchen erst eine Schule. Können wir aber noch nicht, glaube, ne? Oder? Bildungsverordnung? Doch, ne, geht noch nicht. Ist ausgegraut. Okay, dann müssen wir da noch warten. Getreide wird weniger. Was haben wir hier jetzt? Ich möchte Ihnen überschüssiges Getreide zu einem guten Preis verkaufen. Gold an den Kunden liefern. Annehmen. Liefern. Ah, so geht das. Alles klar, jetzt wissen wir das auch, ne? Wir haben Getreide zu viel gehabt, das können wir jetzt weg, das ist schon mal gut. Das haben wir zu Gold gemacht, wenn es denn so ist. Ja. Das geht immer noch nicht. Getreide ist immer noch reichlich wohl da. Aber ich weiß nicht, wie man Lagerhäuser erweitert. Das wollten wir mal wieder hochsetzen, ne? Brot ist voll. Können wir das auch verkaufen, das Brot? Sieht nicht so aus, ne, oder?
Es wird Getreide verkauft, ich weiß nicht, ne? Okay, das können die Leute auch selber notfalls mahlen, aber irgendwas passt doch da nicht, oder? Oh, hier ist eine Beerdigung und da ist eine Beerdigung. Also, es hat schon was stattgefunden. Na, wir brauchen Holz. Was gibt denn das immer so? Gold und Holz. Das dritte ist unbekannt, okay. Da haben wir jetzt 800. Aber hier fehlten uns Steine, um das zu machen. Jetzt kommt wieder ein Zug und wir haben. Na, das Lager ist nicht ganz voll, ne? Aber wird jetzt gleich voll. So, was passiert jetzt hier? Ja, es ist auf 800 gegangen. Und sonst nix. Nicht genug Speicherplatz fürs Getreide. Aber ich weiß nicht, wie ich es machen kann. Oh, was hier los? Ah, Patientenliste ist nur noch auf 3. Sehr schön. Neues Übersichtlein hier. Krankheiten haben wir 3. Verwundete haben wir auch. Welche Epidemien gibt es nicht in der Stadt? So, was passiert jetzt hier? Aktienmarkt haben wir nicht. Steuern haben wir. Da können wir noch nichts machen, das bleibt so. Die Eisenbahn war hier zum Erwarten. Verschleiß 49, Fracht 315, Kosten pro Fahrt 60. Könnte ich aufwerten, bringt aber nichts momentan, weil ich ja sowieso schon das ganze Getreide nicht annehmen kann. Ist schon komisch. Was ist hier der Palast? Der Arbeitsplatz. Na, den will ich nicht aufwerten. Kann ich hier was tun? Da kann man nur das Geld ausgeben. Das ist erledigt. Ich denke mir, wir sind jetzt hier irgendwie so ein bisschen in einer Zwangsgeschichte. Ich weiß nicht, was. Brot wird heute produziert, ja, aber ich weiß nicht, wo ich es verkaufe. Da ist was reingekommen. Ist schon ein bisschen komisch gerade. Marktplatz kann ich keinen bauen. Doch könnte ich. Aber ich kann nur einen bauen. So sieht's aus. Haben wir, haben wir. Sägewerk. Alkoholfabrik. Was ist das hier? Massenvergiftung, Notfall. Mir ist übel. Kann ich nicht mit einem Arzt rufen? Ich nehme den Gebäude, kann es aufrufen. Adlige 10, Bürger 5. Tja, das ist dann so. Kann ich auch nicht ändern. Wir haben aber ein Krankenhaus. Geh mal da hin. Gesetzgebung ist noch nicht fertig. Eisenbahn hatten wir gerade schon. Das sind wir schon alles durch. Das heißt, wir müssen hier weitermachen. Das Bestattungsunternehmen haben wir doch schon gebaut, ne? Ja, da sind auch schon Leute dran. Das passt. Gastronomie. Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Das Varieté, das fehlt uns wahrscheinlich noch, ne? Dann bauen wir das mal da ein. Vielleicht geht es dann im Spiel auch grundlegend weiter. Imbiss. Ist da auch und da ist eine Warteschlange bei. Imbiss. Wir haben da einen Imbiss, da einen Imbiss. Vielleicht sollten wir den Imbiss mal hier bauen. Passt so, oder? So. Imbiss. Ja, ein Bistro wäre vielleicht noch schlecht. Nicht schlecht, ne? Da ist schon ein Bistro da. Dann machen wir das andere Bistro mal auf der anderen Seite. Gut, was haben wir noch? Die Schenke. Hier nach der Arbeit könnt ihr gleich ein Trinken gehen, oder wie ist das? Na, die Stelle gefällt mir nicht. Vielleicht hier neben? Machen wir aber dahin. So, passt's. So, das haben wir alles. Und dann geht es nur noch um Wohngebäude, ne? Wenn ich das drehe. Da hinstelle. Wir hatten das Grund 4 Stück, okay. Dann kommt das erstmal dahin. So, da schlafen welche noch am Feuer. Es sind noch einige, ne? Bauen wir noch mehr Straßen.
Hier muss noch eine Straße dann so. Dann passt das so mit unserem Viertel hier sozusagen. Wir können kein Holz mehr bauen, weil wir kein Holz mehr haben. Okay. Wo finden wir noch Holz? Da. Wird auch abgerissen. Weiter abreißen. Und da oben machen wir auch nochmal. Geht nicht, weil wieder ein Lager voll ist. Das Getreidelager, wir müssen das Getreidelager eigentlich aufrüsten. Ich weiß nicht, ob wenn ich die zuhöre, dass dann die Zeit stehen bleibt. Könnte sein, ne? Tja. Hier gibt es keine Arbeiter, aber das wird schon noch kommen. Die schlafen ja jetzt noch hier, die Arbeiter, ne? Holz fehlt noch. Im Namen der Wissenschaft, das Haus ist abgerissen, das heißt, wir können die nächste Hütte bauen. Passt. Hier können wir wieder was machen, ne? Bildung jetzt. Vielleicht die zweite Schicht doch einführen, ne? Spätschicht. Weil wir müssen einfach auch Essen produzieren, ne? Auf der anderen Seite Bildung wäre auch wichtig, ja. Polizei wäre auch wichtig, so ist nicht. Bringt mir auch nicht so wirklich was. Einäscherung, Bildung, das brauchen wir definitiv noch nicht. Bildung, Einwanderung brauchen wir nicht. Also entweder zweite Schicht oder Bildung, das ist jetzt hier die Frage, ne? Da immer unser Kornspeicher voll ist, werde ich diese Verordnung unterzeichnen. Ja, du musst dann tagsüber schlafen. Gut, so ist es. Was haben wir denn jetzt hier? Obdachlose. 34 Obdachlose noch. Ist das die Zahl dafür? Passt. Drehen wir. Da fehlt dann noch die Straße. Lass uns erst hier machen. Da fehlt aber auch noch die Straße, sehe ich gerade. Okay, hier ist es ein bisschen anders mit der Straße. Machen wir so. So, weiteres Haus bauen. Drehen. Wieder ist keine Straße. Dann ist sie da und dann passt das nicht. Ja, ich schätze mal, der Imbiss war kleiner, ne? Das war unser Problem dann. 34 steht jetzt hier noch. Obdachlose. Adlige 18, Bürger 16. Arbeiter keine. Das bedeutet, kann das sein, dass wir gar keine Dingens mehr brauchen, sondern Landhäuser brauchen? Könnte sein, ne? Was haben die da jetzt zu meckern? Kann ich das irgendwo sehen, was die gerade für ein Problem hat? Keine Ahnung. Ich denke mal, wir machen dann. Aha, wir müssen erst Holz wieder abreißen, ne? Hier zum Beispiel. Hier gibt es auch Steine, ne? Öffentliche Gebäude pausieren. Sie können die Tätigkeiten auf gewählte öffentliche Einrichtungen unterbrechen. Auf diese Weise können Sie im Falle eines Verpflegungspasses die Verteilung von Lebensmitteln und Alkohol unter den K Klassen regeln. Okay. Ja, will ich aber gar nicht. Mein Ziel ist gerade Holz zu kriegen. Um dann noch ein paar Villen zu bauen, die da die Arbeiterklasse nicht braucht, sondern die anderen. Ich sehe jetzt gerade hier nichts mit Holz. Haben wir schon alles aufgebraucht? Sieht so aus, oder? Es sieht so aus, als ob hier nichts mehr zum Abreißen ist. Das heißt, jetzt ist unser Sägewerk gefragt, oder wie? Zweite Schicht.
Die Arbeiterzufriedenheit geht runter, ist klar. Und hier gibt es auch eine zweite Schicht. Aber die Arbeiter sind noch relativ zufrieden, die anderen sind unzufrieden, ne? Ja, okay, ich sehe gerade schon wieder, wir sind viel zu lang unterwegs, aber das Spiel, seht ihr, ist so richtig fesselnd. Man will alles irgendwie hinkriegen. Ah, die Eisenbahn ist Schrott. Nee, da war es nicht. Da ist es, also das heißt, wir müssen die Eisenbahn warten, wir müssen dafür Holz haben. Da haben wir ein großes Problem, was da jetzt kommt. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann, ciao.